Grüß euch. Ich möchte kurz erklären, warum und wozu ich über die Pläne der Feinde des Lebens spreche. Eigentlich warten wir darauf, dass jetzt demnächst aufgeräumt wird. Und wir merken jeden Tag, dass dieses Aufräumen immer mehr, immer wichtiger und immer notwendiger ist. Es ist schon fast nicht mehr auszuhalten. Viele Menschen sagen mir das. Das Dasein in dieser Welt ist schon fast nimmer auszuhalten. Und genau deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, was die Feinde des Lebens vorhaben, woran die gerade arbeiten oder jetzt schon seit langem arbeiten. Und ich meine nicht die politische Seite. Ich meine ganz, ganz konkret. Es wird ein Mikrowellengefängnis gebaut. Alles Gewachsene wird zerstört und wird durch etwas Gefertigtes ersetzt. Also zum Beispiel das Klimachaos, die Produktion bricht zusammen, die Wirtschaft bricht zusammen, die Firmen entlassen Tausende von Mitarbeitern, Deutschland wird ruiniert, nichts funktioniert mehr, alle reden vom Wetter, wir nicht. Das war lange her, das funktioniert schon lange nicht mehr. Der Börsencrash, dann die Weltmärkte. Also zuerst lesen wir die CO2-Horrorgeschichten. Die deutsche Wirtschaft wird ruiniert. Die Bundeswehr ist am Ende. Wieder irgendein Mist über die Politiker. Und es scheint alles nichts miteinander zu tun zu haben. Ich erzähle euch jetzt, wo das Ganze hinführen soll, was deren Plan ist. Und dann, wenn ihr das auf einen Punkt zusammenlaufen seht, dann werdet ihr alle Nachrichten verstehen. Das arbeitet alles auf ein einziges Ziel hin. Im Moment hat dieser CO2-Schwachsinn mit der zusammenbrechenden Wirtschaft in Deutschland offensichtlich nichts zu tun. In Wirklichkeit gehören all diese Nachrichten zusammen. Die arbeiten in eine Richtung. Da steckt eine einzige Agenda dahinter. Die Irli kennen, die wissen, es wird nicht funktionieren, was sie planen. Aber es geht darum, dass wir mit diesem Bombardement von schlechten Nachrichten, dass wir einen klaren Kopf behalten und durchschauen, wozu setzen uns diese Nachrichten vor? Was sollen denn diese Nachrichten vorbereiten? Was sollen diese Nachrichten bewirken? Wieder beinahe ein Stromausfall. In Deutschland ist ein flächendeckender Stromausfall durchaus jederzeit möglich. Wir stehen kurz vorm Stromausfall. Okay? Danach kommen wieder Fotos, wie die Trulla in Berlin eine Stadt ruiniert hat. Leute, lasst euch nicht irre machen, wenn ihr versteht, wozu kriegt ihr diese Nachrichten? Was soll das in eurem Hirn bewirken? In eurem Denken, in eurer Meinung? Weil letztendlich ist die Meinung ja frei, ne? Es gibt ja Meinungsfreiheit, aber es gibt keine Denkfreiheit. Das Denken ist verboten. Also so bringen alle Medien und die Alternativen sowieso mit eingeschlossen, die kreieren Meinungen. Also wir kriegen da Futter für unsere Meinung. Aber letztendlich befinden sich alle in einer Blase, jeder in seiner Meinung. Diese Meinungen sind wie Container. Die Container werden uns geliefert. Die Menschen setzen sich nahe. Jeder in seinem Meinungscontainer, da sitzen die drin und fahren dann dahin. Und außerhalb von dem Container wollen sie nichts mehr sehen. Aber das sind nur Meinungen. Davon müssen wir uns befreien. Ich habe früher Unternehmen beraten, wo man sich nicht erklären konnte, warum das Geschäft nicht geht. Und wir konnten eigentlich in 100% der Fälle, konnte man das Problem rausfinden und ändern. Also ich habe jede Art von Firma beraten und konnte wirklich viele Konkurse verhindern und konnte verhindern, dass Firmen geschlossen werden. Im Gegenteil, die Firmen sind aufgeblüht, denen geht's blendend jetzt. Aber worum es jetzt geht, war, es ging immer um die Meinung dabei, ne? Wenn ihr Analyse gemacht habt, die allererste Frage,
von allen, die war immer, und ist es gut oder schlecht? Also schlecht soll es ja nicht sein, ne? Das ist eine Meinung. Unser Denken funktioniert genauso, uns wird was vorgesetzt und wir reagieren. Aber in dem Moment sitzen wir schon in einem Meinungscontainer. Doch, doch, die Meinungen werden geschaffen. Aber Denken ist nicht erlaubt. Selber denken und analysieren ist nicht erlaubt. Aber genau das müssen wir machen. Also zum Beispiel, wenn wir irgendeine Meldung lesen, beinahe Stromausfall. Nicht so dann reagieren, um Gottes Willen, Stromausfall, sondern meine Reaktion ist in dem Moment, wozu sagen die uns das? Wozu? Aber doch nicht, um uns zu warnen. Die Warner, ich meine, die wirklichen Warner, die werden doch ausgelacht. Gut, dann sehen wir mal, wo das ganze Ding zusammenläuft. Gestern haben wir 5G-Netz, ist weltumspannend, ja? Als Zweck von 5G nennt die Bundesnetzagentur Industrie 4.0, automatisiertes Fahren, das Internet der Dinge, Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation, dann nebenbei, und das sind die kleinsten Bänder, die Netzbetreiber, dann Infrastruktur und Dienstebene haben wir bereits behandelt. Nun, ich unterstelle der ungeliebten Staatsführung jetzt nicht, dass sie mit dem 5G absichtlich Leute umbringen wollen, also so mit einem gezielten Strahl auf den Menschen, ich meine, was durchaus möglich wäre, aber das wollen wir gar nicht annehmen. Dann würde kein Mensch davon was mitkriegen, weil wir die Kommunikation von denen untereinander ja nicht mehr mitkriegen. Wir haben da, also die Öffentlichkeit hat da keinen Einblick mehr. Die tun und lassen, was sie wollen. Und kein Mensch kriegt mehr mit, was sie tun. Das ist also Infrastruktur und Dienstebene auf 5G mit ihrem eigenen Band. Dann haben wir Industrie 4.0. Ich lese euch mal jetzt kurz ein paar so Kernsätze vor. Das ist wichtig zu verstehen. Sie sagen, Industrie 4.0 bezeichnet die Transformation klassischer Industrien, Echtzeitvernetzung von Produkten und Prozessen, die die Arbeitswelt der Zukunft nachhaltig verändern wird. Qualifikationsbedarfe von Unternehmen, vor allem kleiner und mittlerer Betriebe, werden identifiziert und analysiert. Es geht um einen grundlegenden Wandel von Produktionsabläufen und Arbeitsprozessen. Es sind neue Kompetenzen zu entwickeln. Es werden Einführungsstrategien und Umsetzungen gefördert. Es läuft gerade die Ausgestaltung des Wandels. Es geht um die Wandlung in Echtzeit. Optionen müssen automatisiert, getestet. Es muss ein ganzheitliches Prozessabbild bereitgestellt werden, das sämtliche Daten über eine gemeinsame Schnittstelle bereitstellt. Es geht um die Wandlung eines Prozesses, die effizielle Wandlung des laufenden Prozesses ist nur möglich, wenn der Zustand jeder Anlage, jedes Geräts und aller laufenden und geplanten Aufträge zu jeder Zeit bekannt ist. Industrie 4.0, die Anwendungen benötigen eine sichere Plattform zur Ausführung von Produktionssteuerungscodes. Geplant ist die Smart Factory. Unternehmen werden ihre Maschinen, Lagersysteme und Betriebsmittel weltweit vernetzen. Die umfassen die Produktion intelligenter Maschinen, die eigenständig Informationen austauschen, eigenständig Aktionen auslösen und sich gegenseitig selbstständig steuern. In den neu entstehenden Smart Factory herrscht eine völlig neue Produktionslogik. Es werden intelligente Produkte hergestellt, die eindeutig identifizierbar sind, jederzeit lokalisierbar, die ihre eigene Historie kennen, ihren aktuellen Zustand und in Echtzeit steuerbar. Ein durchgehendes Engineering über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg.
Benötigt wird eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur für die Industrie 4.0. Die Rolle der Beschäftigten erfährt in der Smart Factory einen erheblichen Wandel. Die zunehmende echtzeitorientierte Steuerung verändert Arbeitsinhalte, Prozesse und Umgebungen. Ich gebe euch die Links dazu, woher ich diese Infos jetzt habe. Ihr könnt es selber nachlesen. Was wir hier sehen, die Wirtschaft wird nicht zerstört, die Wirtschaft bricht nicht zusammen, sondern sie wird umgebaut. Sie bauen gerade alles, jeden Betrieb, alles auf Industrie 4.0 um. Sie bauen gerade die gesamte Welt auf Industrie 4.0 um. Und wenn so und so viele Leute entlassen werden, dann sind es die, die nicht in die Industrie 4.0 reinpassen. Die werden nicht entlassen, weil es der Firma so schlecht geht, sondern weil sie in den Umbau nicht mehr passen. Damit ihr die Meldungen über den Zusammenbruch der Wirtschaft richtig einordnen könnt. Die bricht nicht zusammen, die wird gerade so umgebaut. Dann sind wir beim nächsten Punkt, der Klimaschwachsinn. Mit den Nachrichten wollen sie uns dazu bringen, dass wir mit der Totalüberwachung und Einschränkung unseres Lebens freiwillig und gerne und freudig zufrieden sind. Zum Beispiel jetzt der Strom. Oh, wir haben nicht genug Strom. Einmal ist es überlastet und einmal ist nicht viel genug da. Das heißt, wir brauchen das Smart Meter, deine Waschmaschine, Kaffeemaschine, Wasserboiler, was weiß ich, Heizung, Computer, Licht, Strom, alles wird in Echtzeit überwacht. Jedem Menschen wird ein bestimmter Verbrauch genehmigt. Mehr darf er nicht verbrauchen. Die intelligente Waschmaschine steht im direkten Dialog mit der 5G-Basisstation. Die elektrischen Haushaltsmaschinen, also Wasch- oder Spülmaschine, die müssen selber smart sein. Also die Waschmaschine schaltet zum Beispiel dann automatisch ein, wenn die sagen, jetzt ist gerade Strom genug da. Ihre Tätigkeiten wie Waschen und Duschen in Zeiten legen, in denen es ihnen erlaubt wird. Die Zähler sind in der Lage, Haushaltsgeräte mit einem besonders hohen Verbrauch zu identifizieren und da wird ihnen dann gesagt, dass ihre Waschmaschine zu alt ist und eine neue gekauft werden muss. In Amerika haben sie diese Smart Meter bereits seit längerer Zeit in den Haushalten. Es wurde denen gesagt, es sind niedrigere Kosten für uns. Und in Wirklichkeit war alles viel, viel teurer. 2 bis 3-mal so viel. Wenn du widersprichst und wenn die Forderung noch so absurd ist, hoch ist oder falsch ist, mit falschen Verbrauchszahlen, Licht aus. Also kochen und duschen darfst du nicht mehr, wann du willst, sondern wann das Grid das erlaubt, die Maschine. Bei der Uni Münster haben sie nachgewiesen in einem Experiment, dass sie nach dem minutengenauen Stromverbrauch des Fernsehers auf den Film schließen können, welcher darauf lief. Und das wird mit dem Klima gerechtfertigt. Und die Menschen sollen das gerne mitmachen, damit sie die Gurden sind, damit sie das Klima retten. Und das ist der wahre Grund, warum wir diese Meldungen jetzt überall lesen über Klima. Aber es gibt nur mehr Einschränkungen mit Klima, das ist nur ein kleiner Teil. Mir ist natürlich klar, dass sie mit dem Klima noch mehrere Ziele verfolgen, das ist jetzt nur der kleine Teil davon. Und ich will auch nicht weiter in das 5G neige und in den ganzen Wahn, weil ich weiß, dass sie es nicht realisieren können. Sie können es nicht. Aber es ist für uns wichtig, zu erkennen, was sie tun, was wir in den Medien hören und was das Ziel ist, was das in unserem Denken bewirken soll. Mit den Nachrichten wollen sie uns dazu bringen, dass wir mit der Totalüberwachung und Einschränkung unseres Lebens freiwillig und gerne und freudig zufrieden sind. Und damit möchte ich das auch abschließen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.